Herzlich willkommen, liebe Freunde. Klasse, dass ihr da seid und eingeschaltet habt zu dem Prolog von Odyssey im Auftrag des Königs mit dem Namen Das Kordasarennest. Hook meint, dass sich mit dem alten Wrack, das zwischen den Inseln auf dem Meeresboden liegt, noch etwas zu holen wäre. Das in dem alten Wrack natürlich. Ich und meine Versprecher, ist klar. Wollen wir auch gleich mal gucken, ob wir da irgendwie aus der Ferne schon mal zwischen den beiden Inseln. Entweder die oder die oder die oder die. Wissen wir nicht. Vielleicht, was ist da hinten? Da ist auch noch was. Das können auch Fische sein, weil ich habe hier schon einige Fische gesehen. Ja, dann lasst uns mal in die reißenden Fluten springen. Ja, du sollst keinen Fußsprung machen, sondern Körper. Schau mal. Wo es hier hingeht, sehen wir einen Frack. Ach, hier, hier wird schon wieder schwummerig. Cool. Okay. Also... Oh, hier gibt es noch was zu holen. Ja, da hätte ich auch andersrum kommen können. Per Landweg. Gucken wir mal hier. Oh, da ist ja... Da sind ja welche. Sind wahrscheinlich ganz fiese Peoples da. Also, Kosaren. Kokosnüsse. Ja, an Kokosnüssen mangelt es hier nicht. So, ich kann ja... Hier hängt eine Kokosnuss. Die kann ich sogar pflücken. Oh, welch Entzücken. Ich kann sogar eine Kokosnuss pflücken. Ah, komme ich hier vorbei? Ja, komme ich sogar. Wo ist aus dem Zelt? Naja, da komme ich nicht durch. Da sind aber starre Palmen. Kann ich hier durchspringen? Ja, da, das geht. Und wen haben wir denn hier? Bird. Bird, aber nicht Lancaster. Schauen wir erstmal, was wir hier finden können. Außer Betten. Nö. Hier wird nix. Oh, was sind die Vögel laut? Kokos muss auch Fische. Jede Menge Fisch. Fisch. Hornmuscheln. Ah, kann man nachher alles mal schön öffnen, um zu gucken, was drin ist. Quaken wir mal den Bird an. Hi. Hallo. Hast du was zum Rauchen, Kleiner? Sumpfkraut? Nee, Mann. Ich brauch was Härteres. Hast du was? Nein, leider nicht. Mist. Aha. Die hab ich alle gerade selber verraucht. So ein Scheiß. Und zwar um mehr Stärke und Mana. Gucken wir mal. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Oh, gibt ja nicht so viel zu lernen. Stärke, Geschick. Och, das sieht doch ganz gut aus. Kokosnüsse, wie immer. Humphrey. Hey. Hallo, Humphrey. Ach, der Jones. Was willst du von mir, Landratte? Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Wie es mir geht? Wie es mir geht? Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Ich... Ach, hau bloß ab, Mann. Oh, hau bloß ab. Okay. Sie sind zum Beispiel nicht so brutal, dass sie einen gleich angreifen. Das ist richtig gut. Eine Kokosnuss. Und was haben wir hier? Kokosfleisch. Liegt auch mal rum. Eine Pfanne. Was kann ich denn da drin machen? Nö, da war irgendwie nichts. Hat er zwar aufgehoben oder irgendwie präpariert, aber kam nichts. Turner. Sag mal, sind das alles Filmschauspieler oder wie? Mach hier bloß keinen Mist, du Penner, klar? Ach, den Sprecher habe ich vermisst. Hey. Bin gespannt, wann dich der Captain als Sklave an die Orks oder Assassinen verkaufen wird. Hey, du. Und weiter? Bin gespannt, wann. Okay. Na, schauen wir mal, was gibt's denn hier am Strand Run? Hey, Brett. Du. Brett Pitt oder was? Hallo. Hallo. Wie läuft's? Geht so. Könnte besser sein. Aha. Und wieder ein Problem. Irgendwie scheinst du ein Problem zu haben. Hey, pass auf, was du sagst, Jones. Sonst hast du nämlich ein Problem und zwar mit mir. Halt, warte. So war das doch gar nicht gemeint. Ich hatte nur den Eindruck, dass du dich irgendwie schlecht fühlst. Mehr nicht. Na schön. Hast nochmal Glück gehabt. Und du hast recht. Im Moment fühle ich mich nicht so besonders. Liegt wohl an dem Rum. Habe wohl zu viel davon getrunken.
Ausgerechnet jetzt. Wieso? Was meinst du mit ausgerechnet jetzt? Na, weil mich doch der Captain beauftragt hat, für die Crew auf die Jagd zu gehen. Das Mikro war entweder auf der Morad oder auf der Scavenger-Insel. Ich sollte dort ein paar saftige Fleischkeulen besorgen, aber so? Aber Moment mal. Du könntest doch das Fleisch für mich holen. Ich? Ja, du. Also bring mir 8 Fleischkeulen, am besten sofort, klar? Oh Gott, entschuldigt bitte, ich hab das Mikrofon offen gelassen. Da kam jetzt ein kleiner Luftverrutscher raus. Aber ich hoffe, es geht in Ordnung. In Ordnung. Ich besorge dir das Fleisch. Gut, ich sehe, du bist in Ordnung. Aber beeile dich. Der Alte reißt mir sonst den Kopf ab. Ja, wo soll ich denn das holen, das Fleisch? Fleisch für die Crew. Brett sollte auf unseren Nachbarinseln ein paar Scavenger oder Mallrats jagen für die Crew 8 Fleischkeulen mitbringen. Da er aber sich nicht besonders gut fühlt, habe ich mich erst bereit erklärt, das für ihn zu erledigen. Fleischkeulen holen, ja, super klasse. Oh, hier ist ein Schleifstein hier. Was steht da? Keine Klingen. Okay, keine Klingen. Eine Baumsäge. Womit dann? Mir fehlt natürlich der... Ach ja, eine Säge hatte ich doch gesehen gehabt. Ach, das war immer anders. Da ist nix. Erstmal gucken, was es noch woanders alles gibt. Tja. Fleischfresser wollen natürlich Fleisch haben, die Veganer Kokosnüsse. Da liegt auch noch eine. Da hinten schwimmt schön ein Fischchen rum. Aber da hinten ist doch... Da hinten liegt, ist doch was Wrack-ähnliches. Dann gucken wir mal. Da will ich erstmal abspeichern. Das könnte uns helfen, wenn wir das Wrack hier untersuchen. Also dieses hier. Ich spiele es zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Oh, es regnet. Ah, das sieht aus. Ja, das ist so ein gespaltenes Wrack, so ein gebrochenes. Oh, hä. Gucken, wie lange meine Luft reicht. Okay, auf die Plätze fertig tauchen. Das ist unheimlich tief hier. Ich muss jetzt gucken, ob ich hier was finde. Finde ich hier nur eine Kanone? Blub, blub, weg waren oder was? Oh Gott, ich muss hoch. Lange kann er gar nicht die Luft anhalten. Oh, wieder Roland. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ja, das reicht noch nicht ganz. Ah, jetzt versuche ich es nochmal. Entweder im Wrack, am Wrack oder um dem Wrack herum. Blub, blub. Gucken wir erstmal hier gucken, wo es hier was gibt. Goldstücke. Das sieht nicht danach aus, als gäbe es hier Goldstücke zu holen. Oh, oh. So. Gerade nochmal geschafft. Da muss ich einmal ums Wrack rumspringen. Ach, wahrscheinlich da unten im Kabuff. Ja, natürlich. Besser kann man auch Goldstücke nicht verwenden. Ja, okay. Also, dann werden wir mal hier nachgucken müssen. Na? Bleib ich hier hängen, oder was? Ich sehe hier nichts. Alles so verschwommen. Hier gibt's nichts. Hier gibt's kein Gold. So was Blödes. Wahrscheinlich ist es das falsche Wrack. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Okay, einmal herumschwimmen, bitte. Ja, man muss alles gucken. Nee, was Doofes. Jetzt muss ich wieder hoch. Blub, blub, blub. Oh, das geht aber schnell runter, meine Lebenskraft.
Ach ja. Also wir haben 1, 2, 3 Boote, so wie ich das hier sehe. Eins liegt hier unten am Grund. Da ist ein kleines und da hinten ist das große. Wahrscheinlich das von Mendoza. So, gucken. Weiter geht's. Es muss doch hier irgendwas liegen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier nichts läge. Gibt's nicht. Eine Schatztruhe. Oh ja, 100 Gold gefunden. Okay. Oh, mach schnell, mach schnell. Oh, jetzt geht wieder was runter. Oh. 100 Gold gefunden. War es das jetzt mit dem Wrack oder was? So. Glück muss man haben. Ich habe bei dem Wrack tatsächlich einen Beutel mit Gold gefunden. Hm. Ja, dann schwimmen wir mal gleich wieder rüber. Will ich natürlich verschnellern. Noch ein paar Meter und dann haben wir wieder hier ein bisschen was gefunden. Und Kokosnuss. Noch ein paar Kokosnüsse. Was muss das sein? Sprache Wallenstein. Schob sich noch eine Kokosnuss rein. So, dann werde ich mal gucken. Hier habe ich 2 gebratene Fleisch. Will ich aber nicht haben. Möchte erstmal hier wissen, was hier drin ist. Klappmuschel. Muschelfleisch. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So, wo ist das Muschelfleisch? Das ist da. Ah, das gibt was. Gibt ein bisschen was auf Rippens. So, hier in der Ecke war nix. Jetzt gehen wir mal den Weg. Den Alter, da, oh, da hängen ja noch ein paar Kokosnüsse. Ja. Tricky. Oh, da hängt noch eine. An wie komme ich die denn jetzt ran? Gucken wir mal. Ja, da ist sie. Perfekt. Okay. Auch hier haben wir die Kokosnüsse geerntet. Okay. Da war ich noch gar nicht. Da sollte ich doch nochmal weiter gucken. Das ist ja der Corsa. Sind das auch Kokosnüsse? Nee, das sind Kanonenkugeln. Nee, das ist die Nachtambience. Hier war ich noch nicht. Was ist die laut? Was ist das laut, Leute? Gucken wir mal, was es hier gibt. Ich denke mal, jetzt haben wir hier eine Höhle. Ah, verstehe. Hier kommen wir raus. Und die Sonne kommt auch raus. Mein Gott, Kokosnüsse, wir können ja eine ganze Bounty-Fabrik aufmachen. Aber wahrscheinlich ist es ja eine Anspielung auf Bounty. Leckere Riegel. Kleiner Fisch. Kokosnüsse. Holder. Ast. Aha. Oh oh. Kommen wir also hier wahrscheinlich zum Hauptquartier von Mendoza. Mendoza. Ja, da hinten sind die Alligatoren, Krokodile oder auch Krokogatoren. Das ist eine spezielle Mischung zwischen Alligator und Krokodil. So, das machen wir mal offscreen, würde ich sagen. Und gehen erstmal zu Hook, um ihm zu sagen, dass er recht hat mit den Goldstücken beim Wrack. Oh, Snipe. Nicht ansprechen. Jetzt haut er mir volles Wund aufs Maul. So, was ist denn mit unserem Hook hier?
Und, hast du dir mal das Wrack angesehen? Ja, hab ich. Ja, habe ich. Und ich bin sogar fündig geworden. Sehr gut. Dann könntest du mir ja eigentlich für den Tipp etwas Gold geben. Ja, okay, sind wir mal so gnädig. Okay, hier hast du 10 Goldstücke. Danke. Scheint sich ja richtig gelohnt zu haben, was? Ja. Du sagst das. 10%. Das finde ich nur fair. Das heißt also, das Wrack ist erledigt. Also ich meine jetzt die Quest. Oder gucken wir mal auf den Nachbarinseln mal nach. Nach ein paar kleinen Viechern. Also ich meine jetzt nicht irgendwie hier da drüben die Krokodile. Sondern es gibt ja noch andere kleine Inseln. Molerats und Scavenger zum Beispiel, so wie es in der im Logbuch steht. Tja, Kokosnüsschen. Gib mal ein Küsschen für ein Kokosnüsschen. Jetzt gucke ich doch mal, was hier oben los ist. Oh, oh. Oh, 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 da steht gleich einer. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Aber? Kein Aber. Merke dir eins, Jones. Meine Befehle werden nicht in Frage gestellt. Hä? Wieso? Hat der gemerkt, dass ich was geklaut habe? Hallo, ich habe wieder was geklaut. Endossa. Hallo, Captain. Hallo, Captain. Verzieh dich, Jones. Oh, sauer ist er. Der ist so sauer. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich guck trotzdem mal hier rein, was du hast. Aber ich darf doch wenigstens auch an der Buchkommode was lesen, oder? Oh, Stüfchen gestiegen. Das ist schön. Körperfahr. Was für ein Zeug? Körperfahr? Körperfahrtanteile, okay. Harry. 78 Goldbrocken erhalten, Haifisch Joe, Waren für 250 Gold erhalten, Einaugige, Einauge, Snipe 6 Goldbrocken erhalten. Oh Gott, das ist ja eine Art Geschäftsbuch oder so. Kann ich bei dir wenigstens... Nee, schlafen ist nicht so gut. Nee, ich glaube, der ist viel zu wachsam. Wenn ich ihm da was klauen würde, dann hockt er mir ein Auge aus. Hey, was haben wir hier? Ah, Sumpfkrauten. Zum Rauchen. Sumpfkrauten rauchen. Jetzt haben wir hier den Loop gemacht, ne? Den hatten wir doch schon gehabt hier. Jerome. Hey du. Ich hab noch Sumpfkraut. Ne, er kann mir nur was verkaufen. Was war denn das nochmal? Okay. Im Augenblick nicht so wichtig. Haifisch Joe ist hier. So, Haifisch Joe. Gucken wir mal. Also. Was haben wir denn an Wertsachen? Wir haben 2 Perlen. Die bringen 18 jeweils. Besen, vielleicht brauche ich den ja mal. Eine Bürste kann er kriegen. Ein goldener Kelch für 53. Geweihtes Wasser bringt nicht so viel. Ein Cello, was bringt der? Das bringt nix. Ein Kokosnuss 56. Was bringt denn ein Fleisch? Bringt doch auch eins. Nee, Krautstampfer. Besteck 15, cool. Und dann ein Lederbeutel. Ach, vergessen hier. Habe ich auch wieder vergessen zu öffnen. Und dann gucken wir mal, was wir insgesamt haben. Oh, 274 Jolt. Ach ja, der Handel mit Joe kann sich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen. Ich brauche eine Säge eigentlich, aber vielleicht finde ich die auch. Du verkaufst doch auch Rüstungen. Kann ich... Ah, 250 Goldstücke ist eine Lederrüstung schon gleich und die ist so billig. Kann ich die schon verkaufen? Ich nehme die Lederklamotten. Gut.
Perfekt. So, Lederklamotten, Tinsky und ich sehe gut aus. Ne? Oder? Ja. Passt mir, steht mir, wie angegossen. Herrlich. Jetzt behält sich der Mendoza auch noch hier auf. Ah, das hat er wohl kapiert. Okidoki. Wenn ich jetzt an Snipe vorbeigehe und eine Runde schlafe, ich glaube, dass er mir dann einer aufs Maul hauen will. Oh. Drei Betten? Okay. Sonnenaufgang. Kann ja sein, dass Snipe noch schläft, aber Hook schläft auch noch. Hier ist nett. Oh, der ist früh unterwegs. Mhm. Also, zwischen den Inseln Scammies und Molar Rat. Also, Fleischkeulen. Der sieht besonders... Kann ich die denn eigentlich schon... Molar Rats und Scavenger, kann ich die denn eigentlich schon auseinandernehmen? Hab ich denn schon die Fähigkeiten? Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier am Rand dieser Insel mit diesen lustigen Sahnehäubchen. Es sieht aus wie. Weiß ich nicht. Sahnehauben? Nein. Salzburger Nockerln. Sehen so ähnlich aus. Oh, schauen wir mal, was wir hier finden. Oh, da hinten krabbelt was. Was krabbelt denn da hinten? Also nur Scavies und Molrad sieht das nicht aus. Aber ich habe ja eine Lederrüstung an. Da sollte ich mal gucken, wie viel die bringt. Die Lederrüstung habe ich ja gar nicht geguckt. Also Schutz vor Waffen 30, geschossen 20, Drachenfeuer 5. Okay. Ach du liebes Lieschen. Ach, das sind... Ach, schaut einer mal, guck. Hier sind Schildkröten. Muss ich zweimal hauen. Ah, ich kann schon Fleisch entnehmen. So bleiben wir erstmal hier dicht bei. Oh, hier kann man hoch. Oh, was sind denn das eigentlich für Teile? Ich habe keine Fernwaffe, um zu wissen, was das ist. Okay, hat mich schon gerochen. Nee, da gehen wir erstmal hier den Weg und gucken mal, ob wir hier auf die Nocke hochkommen. Wow, Drachenwurzeln. Gleich drei Stück. Und hier schon wieder Schloss, so ein Mist. Okay, gibt's denn hier eventuell noch was? Nee, Textur. Nichts als Textur. Nee, da brauche ich auch nicht gucken. Hammer. Was sind das eigentlich für Teile? Warane? Krokodile? Sehen aus wie Krokodile. Ja, das sind Krokodile. Hornmuschel. Vielleicht gibt es ja nur auf dieser Landzunge Krokodile. Vielleicht ist es dann hier etwas flauschiger. Nein, hier ist es da oben Schattenläufer. Ach du liebes Bisschen. Leute. Nee, nicht gut. Gibt's hier noch mehr von dem Zeug? Also ich sehe hier, von hier aus sehe ich schon mal Kokosnüsse. So, aufpassen, dass wir den Krokodilen nicht zu nahe kommen. Und dann schau einmal, guck. Ah, da sind Skelettmörder. Ja. Okay. Die lassen wir erstmal außer Acht, die Kokosnüsschens. Gibt es ja auch Blutfliegen, Tatsache. Gucken wir als erstes mal, ob wir die Scavenger irgendwie erledigen können. Oh, Blutfliegen sind auch noch da in der Nähe. Blue. Aufpassen wegen der Krokodile. Ja. Okay, der linke ist es.
Ah, shit. Ausweichen ist nicht. Aber so wie es aussieht. Okay. Los, auf den Rücken. Ah, Mann. Okay. Das könnte eventuell klappen. Oh, zwei Scavengies. Das gibt eine Keule. Das gibt noch eine Keule. Oh, war extremst nah dran. Und Kokosnüsse. Ah, ich höre was picken. Ach, ein Junge. Ach, ein liebes bisschen. Oh. Jawoll. Dreier. Da ist er. Jawoll. So macht es Spaß. Da habe ich gerade eben den Bogen eines Bogens den Bogen eines Bogens. Nee, das war die Blutfliege. Dann gucken wir doch mal. Wir haben 4 Fleischkeulen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auf dieser Insel in der Folge das Korsanennest, darf ich mich verabschieden für diese Folge. Schaut wieder rein, wenn es heißt, wo sind die anderen 4 Fleischkeulen? Okay. Schreibt einen Kommentar und ich verabschiede mich. Ciao. Einen Daumen.